Ist immer Sommer zum Glück ja noch da. Oh ja, dann. Sobald das Inventar wieder voll ist, geht's zurück in die Stadt. Dann können wir uns auch den Schild mal identifizieren lassen. Obwohl, ich könnte theoretisch jetzt ja schon mal ausrüsten. Aua. Und dann habe ich jetzt zumindest mal den Rüstungsbonus schon mal. Was da jetzt noch an Dings dazu kommt, das kommt, also sehen wir ja dann. Also was da jetzt noch an Boni dazu kommt. Und warte halt auch wieder eine ganze Menge. Hi. So, andererseits, wer von euch greift denn hier die ganze Zeit mit Fernkampf an? So, Scroll of Lightning, auch nett. Oh, 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 oh. Und ihr kommt jetzt hier unten rum, wie es scheint. Ah, die, okay. Der Nachtclan. Natürlich. Wer auch sonst. Na komm. Ha. Ob das großartig was gebracht hat. Ah, wir haben mehr Platz im Inventar. Das ist doch schön. Ja, aber das da unten ist echt gar nicht mal so ohne. Na gut, euch können wir aber auch so anlocken. Longbogen, ja. Warum nicht? So, komm. So, die normalen gehen ja echt noch, merke ich gerade. Na komm. Schön herkommen. Genau, geh da in die Ecke. Und das war's dann. Die meinen es auch nicht so wirklich viel Schaden hier. Die Bogenschützen ist eigentlich ganz gut. Das heißt, hier wird es hier schön ein nach dem anderen ausgenockt. Müssen halt nur gucken, dass wir es nicht zu viel auf einmal von den anderen anziehen. Aber da könnte es mit dem Lavafluss, sag ich mal, ganz gut zu unserem Vorteil nutzen. Ich werde das so als Barriere mit einfließen lassen. Ah, da ist er ja. Too much baggage. I need to get this to Griswold. Mhm. Dann haben wir eh jetzt einen Grund, wieder zurückzugehen.
So, du darfst mal auch schön zerlegt werden. Die Herren. So, jetzt haben wir dich aber. Nur noch nicht mal was zum Looten dagelassen. Weiß gar nicht, treffe ich den von da aus überhaupt? I gotta pawn some of this stuff. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt eigentlich loswerden könnten. Ich glaube, die Robe kann mal weg. I need to get this to Griswold. So, guten Tag. Du bist mir jetzt aber echt lang genug weggelaufen. So, was habt denn ihr sonst noch Schönes hier? Geld auf jeden Fall. Das war's da unten. Oh, da ist jetzt... Das ist zu viel. Da eigentlich ja auch. Okay, das könnte jetzt böse enden. Wird's wahrscheinlich auch. So, Lightning hätten wir noch. Oh, erstmal Town Portal. Hi. Verzieh mich jetzt. Habt ihr jetzt davon? Dich könnten wir eigentlich ablegen, oder? Machen wir das gerade. Mal gucken, ob wir das noch irgendwann ausnutzen können, das Ding. So, die Ecke der Unique Weapons. Die Genesebuch kann ich ja theoretisch auch verkaufen. Hören wir erstmal gucken, was er jetzt mit dem Amboss vorhat. Und danach haben wir auch wieder Platz im Inventar. I can hardly believe it! This is the Anvil of Fury! Good work, my friend! Now, we'll show those bastards that there are no weapons in hell more deadly than those made by men! Take this, and may light protect you! Okay, was haben wir denn da? Oh. Ist wahrscheinlich nicht identifiziert, oder? Nee. Gut, dann... Eine Runde identifizieren. Hello, my friend. Stay a while and listen. Holy Defender. Nicht der Holy Diver. Plus 12. Hm.
Gut, was machst du sonst noch? Fire Damage. Okay, cool. Plus Mana. Gut, zieht halt Hitpoints ab. Aber das sollte, glaube ich, das geringste Problem sein. Dann ändern wir das mal. Du hast auch Fast Block. Alles klar. Lohnt sich auch hier umzustellen. Der Bogen kann weg. Gespannt, wie wir jetzt da unten zurechtkommen mit dem Zeug. Wow, what can I do for you? So. Mit dem Lightning Blade warte ich tatsächlich noch. Eventuell ist das nämlich doch gar nicht mal so gut. Wird sich zeigen. Gut, noch eine Runde reparieren bitte. So, Geld kann weg. Dann gehen wir noch Heilung kaufen. Und dann geht's wieder weiter. What ails you, my friend? Ah, stimmt. Ich hätte vielleicht vorher das Geld nicht wegschmeißen sollen. Obwohl, den einen Stack können wir mitnehmen. So, ich bin tatsächlich gespannt. Inwiefern hat sich das denn gelohnt? Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Dann komm doch mal. Auf jeden Fall gesessen. Ja, ich glaube, das bringt tatsächlich was. Gut, ich meine, wir kriegen jetzt auch wieder ein bisschen Schaden ab, aber das mit dem Knockback ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir nämlich hier ein bisschen Zeit, uns nochmal zu wehren. Ja, das geht jetzt doch deutlich besser. Lohnendes Upgrade, muss ich sagen. Lohnendes Upgrade. Gerade gegen hier die ganzen Nahkampfdinger ist das doch schon mal nicht schlecht. Nach und nach kriegen wir euch. Okay, und die sind natürlich auch gegen Blitz immun. Das heißt, wir haben genau die richtige Waffe jetzt hier. Ja, ich glaube, hier unten ist relativ viel gegen Blitz immun. Und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Oh. Ah, jetzt haut ihr aber auch nicht rein. Gute Nacht. Sehr gut. Sehe ich mal ein besserer Helm. Hoffentlich. Okay, und ist sogar noch. Wir haben nichts mehr zum Identifizieren, oder? Nee, die habe ich natürlich jetzt vergessen zu kaufen.
So, dann wirst du erstmal plattgehauen und dann wird der Spucker hier mal dran. Bitteschön. Na guck mal, ich glaube, so langsam haben wir es jetzt hier. Wo du gerade ein bisschen Schaden gemacht hast. Ah, alles klar. Ja, wir machen auch nicht mehr so lange. Kurz vor 12 noch. Aber ja, danke fürs dabei sein, danke für die Tipps. Und bis zum nächsten Mal. So, Mana lasst ihr sich mal liegen. Das sollte soweit passen, denke ich. Na, guck mal, hier haben wir noch gar nicht gelootet. Das gute Gold. So, wie geht's jetzt hier runter? Oh, darüber, okay. Bisschen Umweg, aber machbar. Ja, scheint so. Die nehmen halt das, was da ist. Wenn man sich das mal so anschaut. Alles sehr naturbelassen, wie mir scheint. So, ich denke, das sollte es aber gewesen sein. So, genau, das war halt die Robe noch. Da die ja nicht irgendwie besonders ist, glaube ich, lohnt es sich auch nicht, die mitzunehmen. Ja, ich schätze mal, es wird Zeit für Level 11. Genau, hier wird es dann direkt runter zu 12 gehen. So, ihr dann schon wieder? Aber ihr seid es auf einmal wesentlich besser zu erledigen. Gerade wenn sie einzeln da sind. Und du machst so die Tür schon auf, sehr freundlich. Dann auch nach ein paar Schlägen platt. Cool. Wo ich bei denen ja fast noch gedacht hätte, dass die immun gegen Feuer sind. Oder resistent auf jeden Fall. Thank you.
Das war der falsche Trank. Und der nächste Helm. Aber normal. Naja, doch, Helm. Lass wir ihn mal liegen. Haben wir noch? Wir haben sicher noch was an Heiltränken da. Sehr gut. So, aber ich glaube, dann sollten wir noch ein paar besondere Gegner erledigen, dass wir hier dann auch wieder bessere Dings kriegen. Und bessere Ausrüstung. Weil die sich dann doch sehr bezahlt macht. So, ihr gargolt da noch ein bisschen rum, das ist in Ordnung. Auch ein normaler Helm nur, schade. Aber selbst ihr fliegt dann nicht über das Dings hier rüber. Über die Lava. Komm. Ja, so ist das fein. Ja, kannst ruhig wieder herkommen. Na komm. Dankeschön. Und da gab es jetzt auch irgendein Item. Da. Ring. Level up mal gleich. Kümmern wir uns erstmal um die Gegner hier. Jetzt bleib doch mal da. Na gut, wenn ihr meint. Dankeschön. So, sehr schön. Dann können wir jetzt auch wieder mehr in Vitalität reinhauen. Genau, ihr hängt jetzt da unten immer noch rum. Mana. Aber langsam sollten wir, glaube ich, auch mal wieder hingehen und ja, Zeug identifizieren lassen. Ich denke gerade, der Helm würde sich auch lohnen. Flash, ja. So, meine lieben Gargoyles, schön ein nach dem anderen. Das brauchst du hier gar nicht versteinern. Too much baggage. Ja.
Können wir das irgendwie umschichten? Können wir tatsächlich? Na, guck mal, 32. Aber da ist die halt immer noch ein bisschen besser. Aber gut, das heißt, wir könnten nochmal gucken, dass wir hier noch bessere Rüstungen, oder wahrscheinlich gibt es auch noch bessere Rüstungen. Jetzt aber erstmal zurück. Identifizieren, auffrischen, verkaufen. Weiter geht's. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, den Helm bitte. Auch plus 4 auf Attribute, cool. Der Ring, weiß ich jetzt nicht. Gucken wir gleich. Der hat einfach nur eine bessere Chance zu treffen, ne? Ah, Breitaxt, warum ich auch immer ich die mitgenommen habe. Ja, okay, dann hauen wir die raus. Ich behalte mir noch kurz. So, die können wir verkaufen. Und die Hälfte des Trap Damage da. Ich glaube, ich lasse das lieber so. What can I do for you? Ich hätte gern erstmal Zeug losgeworden. Da wäre Zeug losgeworden. Ring kann weg, Hammer kann weg. In Ordnung, dann eine Runde reparieren. So, obwohl ich glaube, an Premium-Items hast du jetzt nichts mehr großartig, was mir halt hier bringen würde. Na, repariert haben wir. Oh, da ist der volle Stack. Verkaufen wir die Rollen noch und kaufen neue. Bei dir hätte ich ganz gern noch ein bisschen. Dankeschön. Achso, oder vielleicht vielleicht verkauft ihr die Hexe welche von den Starketränken. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. I sense a soul in search of answers. So, erstmal verkaufen. Die Leitlinger bringen ja auch nicht so unglaublich viel. Ach, Mana. Okay. Dann. Mana Shield brauchen wir nicht.
Du hast so keine Identifikationsschriftrollen mehr da. Alles klar. Gut zu wissen. Na gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall wieder Platz. Zeit, weiter die Dämonen noch ein wenig die Hölle Eis zu machen. So, fix gespeichert, hier haben wir alles. Und tschüss. Ja, das kommt von der Dings so ein bisschen hin. Auch von der isometrischen Ansicht. Und auch von der Farbgebung halt, aber gut, war halt auch 1996 oder 95. Ihr habt jetzt alle Spaß mit Fernkampf, wie mir scheint. So, das ist aber doch. Naja, ich glaube, um Geld muss ich demnächst mal keine Sorgen machen. Ja. Wahrscheinlich haben sie sich da auch ein bisschen inspirieren lassen. Ja, kommen wir jetzt nicht an von hier. Okay, ich glaube, dann werden wir hier aber auch gleich wieder eine Runde Portal, Schriftrollen. Nee, nicht Schriftrollen. Tränke kaufen müssen. So, das. Aber ja, es geht halt echt deutlich besser. Ein Hoch auf Ausrüstung. Jetzt müssen wir halt bei euch nur gerade gucken, dass wir bei euch hinkommen. So eine Inferno-Rolle. Trank und Gargoyles. Wir haben 37 bis 60 Schadenspunkte oder Hitpoints. Ja, dann passt das ja auf jeden Fall. Field Plate. Ach, die sind jetzt gegen Feuer immun. Okay. Aber trotzdem machen wir noch genug Schaden, um sie eigentlich ganz gut auszuschalten. Bräuchte mal 65 Stärke. Wir haben noch, glaube ich, viel zu wenig. Oh, doch, gar nicht. Okay. 2 Punkte noch.
Die können vielleicht noch ein paar Dings rausholen. Bisschen was an Town Portal. Ach, und die Inferndinger könnten wir tatsächlich sogar nutzen. Interessant. Vielleicht testen wir das dann auch gleich mal. Besser diesen Fässer. Okay, da haben wir, glaube ich, hier monstermäßig relativ viel zerlegt. Sehr praktisch. Oh, hi. Du da alleine bist, aber wirst auch kein Inferno raushauen. Achso, gut, ihr seid ja auch... Ihr seid dann eher immun dagegen. Na komm, hauen wir euch so rein. Ist ja auch in Ordnung. Dankeschön. Hier haben wir alles. Na gut, schnappen wir euch jetzt auch mal noch im Nahkampf. Überraschung. Obwohl, nicht wirklich. Gut, wie es aussieht, haben wir auch hier die... Oder ist da oben noch irgendwas? Im Bereich gesäubert. Das sieht jetzt relativ vollständig aus. Ne, doch nicht. Wie kommen wir denn bei euch hin? Hier entlang? Ich glaube, das ist ja nur, um euch hier auszuschalten. Jo. Ah, hier geht's lang. Okay. Oder auch nicht. Genau, fliegt einfach mal da rein. Kann ich wenigstens mal ausschalten. Na kommt. Sieht sich alles. Ja, ich glaube, das zieht sich ja nicht zu lange. Wir müssen... Ne, da waren wir auch noch nicht. Ah gut, wir können hier runter. Okay, okay. Überraschung. So, sehr schön. Dann haben wir auch den Rest hier mal erledigt. Man gibt ja alles XP. Und Geld. Obwohl das mit dem Geld mittlerweile nicht mehr das Problem ist.
Moment, hier war wieder was. Ah ja. X-Landing? Nein, für die paar hundert Gold hat sich sehr gelohnt. Too much baggage. Wie weit ist es denn noch bis zum Aufstieg? Dauert noch ein bisschen, schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich, glaube ich, dann doch noch ein, zwei mehr in Stärke gegeben. Aber gut, kriegen wir hin. Im Moment kommen wir mit der Rüstung auch noch ganz gut zurecht. So, wo war jetzt der Abgang? Da hinten. Gut, dann drehen wir direkt nochmal um. Hier immer noch den Rest Karte entdecken oder aufdecken. Jo, das sieht auf jeden Fall gut aus. Okay. Noch ein Turnportal. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Oh, Zugobus. Hallo. Na, kommt jetzt auch schon. So, ich hab gleich erstmal gucken sollen, was wir da wieder aufgenommen haben. Ein ganz normales Schwert. So, ja, ich glaube, den Umhang brauchen wir auch nicht so unbedingt. So, die fallen jetzt aber auch angenehm schnell hier. Ich glaube, die waren ja, glaube ich, auch gegen Dings immun. Sogar resistent, ja. Ah, allerdings zerlegt es mich dann auch irgendwann, weil ich wieder nicht auf mein Leben geachtet habe. Aber gut, wir sind jetzt eh nur noch runtergegangen, das passt. Okay, wahrscheinlich soll ich zwischendurch dann doch nochmal zurück. Und mir ein bisschen was an... Warte, hier war wieder irgendwas? Items mitnehmen. Ja, so ganz ohne ist es ja nicht. Oh.
Au. Okay, das sitzt dann doch schon, wenn ihr hier angreift. Ich glaube, der Loot ist hier auch quasi mehr oder weniger immer der gleiche. Adam? So, ja, ich glaube, die haben echt keinen so wirklich Spaß an Feuerschaden, die Kollegen hier. Ja, gut. Oh. Oh. Hallo. Inferno? Hat sich das gelohnt? Ich glaube nicht wirklich. Na gut, dann hauen wir noch mal ein paar Tränke raus. Obwohl, es sind ja schon viele. Madame? Komm. Oh, ich hatte mal wieder was zu lesen zu sein. Für Heilung. Hm. Hab noch hier so ein Magic Shield. Ja. Okay, da fällt mir auf, es hat es doch ein wenig unsere Lebensenergie zerlegt. Aber dürfte eventuell noch reichen, euch auszuschalten. So, gehen wir jetzt einfach aggressiv ran. Okay. Du bist allerdings eine etwas bessere. Seid ihr zu zweit? Oder ist noch eine normale da? Die hätte ich dann, glaube ich, ganz gerne zuerst ausgeschaltet. Ja, du bist normale Succubus. Sehr schön. Dann heilen wir uns nochmal, dann bist du jetzt dran. Und gute Nacht. So. I gotta pawn some of this stuff. So, wo ist jetzt die Leathered Armor? Da. Ich glaube nicht, dass die jetzt so viel besser ist. Na gut, wir können es ja verkaufen. Inferno. Gönnen wir uns einen Town Portal. Na, wir haben Plate Mail. Okay. Too much baggage. Hm. Können wir das irgendwie. Ja, ich glaube, wir können das sogar umschichten. Noch eine Plate Mail.
Oh, da können wir mal gucken. Die ist sogar besser tatsächlich. Also je nachdem, was die noch an Boni drauf hat. So it came to be that the three prime evils were banished in spirit form to the mortal realm, and after sowing chaos across the East for decades, they were hunted down by the cursed order of the mortal Haradrim. The Haradrim used artifacts called Soul Stones to contain the essence of Mephisto, the Lord of Hatred, and his brother Baal, the Lord of Destruction. The youngest brother, Diablo, the Lord of Terror, escaped to the west. Eventually, the Haradrim captured Diablo within a Soul Stone as well and buried him under an ancient forgotten cathedral. There, the Lord of Terror sleeps and awaits the time of his rebirth. Know ye that he will seek a body of youth and power to possess, one that is innocent and easily controlled. He will then arise to free his brothers and once more fan the flames of the Sin War. Okay. Ja. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So. Jetzt wollen wir wieder verkaufen. Einmal das volle bitte. Hello, my friend. Stay a while and listen. So. Alles klar, so, du hast plus 20 auf Vitalität. Du hast plus auf Magie. Du hast wieder minus 4 Damage von Enemies, was halt auch gar nicht schlecht ist. Obwohl, das hat halt, du hast halt 3 Pferds. Na, wir nehmen die mal. Ach so, nee, können wir nicht, weil du ja hier auf. Nee. Wieso kann ich das nicht abnehmen? Geht doch. May the spirit of Arcane protect me. Ja, ja. So, dann gucken wir, dass wir das Zeug verkaufen. Die legen wir halt nochmal ab. Well, what can I do for you? Einmal reparieren. Ah. Und dann gleich verkaufen. So, Lightning Blade, wie gesagt, behalte ich mal noch. Die kann tatsächlich weg. Ich behalte Vau noch. Und Sorcery kann weg. Plus 10 auf alle Attribute. Ah, wir können auch den Bogen kriegen. Wenn wir 80 Geschick haben. Ja, das mit dem Leben stehen ist auch nicht schlecht. Das klingt auch nicht schlecht.
Plus 10 auf alle Attribute. Hab ich sonst noch irgendwas? Ja, ich glaube auf Dauer mit Fast Hit Recovery. Haben wir noch irgendwas mit Fast Hit Recovery? Aber da hätten wir, glaube ich, genug um den. Na gut, dann müssen wir das aber abgeben. Ach, ich glaube, ich lasse es mal so. So, tschüss Geld. Dann wird jetzt nochmal Tränke gekauft. What ails you, my friend? So. Das Zeug verkaufen wir. Die packen wir mal noch oben hin. Good day. How may I serve you? Dann glaube ich, wär's das ich auch für heute. Wenn ich mal so auf die Uhr schaue. Na, haben wir einiges geschafft. Bitteschön. Dann können wir das Zeug noch wegkicken und dann geht's noch einmal zurück. So, hallo Hex, warum bist du so weit außerhalb? I sense a soul in search of answers. So, war's das? Ich glaub schon. Ah, noch Mana. Ich hole tatsächlich noch ein paar Dings mit. So. Das sollte passen, denke ich. Cool. Dann sind wir jetzt wieder einigermaßen ausgerüstet. Das da tausche ich noch kurz aus. Geld haben wir auch ein bisschen was da. Na gut, dann. Ich schätze, dann werden wir es nächste Woche tatsächlich auch durchkriegen. Ich glaube, so viel war das nämlich nicht mehr. Ich bin mal gespannt. So, dann speichern wir noch einmal anständig ab. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Und, ja, wir noch, wie gesagt, ich weiß nicht, waren es 15, 16 Ebenen insgesamt? Jetzt sind wir ja schon auf 12, also so viel ist da, kommt da jetzt nicht mehr. Von daher kriegen wir das hin, denke ich. Ja, das auf jeden Fall. So, dann bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Anschauen auf YouTube, fürs Schreiben im Chat wie üblich und fürs Dabeisein. Und macht euch dann mal noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.